ganz interessante Sache, mal was ganz anderes für diesen Flugzeugen, dieses Ballonstechen im Anschluss an die Formationsvorführung der Bravo Lima Formation. Die Flaute ist groß. Sehr schwer zu erreichen natürlich, also es sollte fast überall starten und landen können, sollte trotzdem schnell sein. Das nennt sich jetzt Osprey. Und aus dieser Ausschreibung resultierte das Flugzeug, das wir hier sehen. Einsätze erledigen können, so auf den Verwundetentransport. Es passt also auch wirklich ein verwundeter Soldat liegend in dieses Flugzeug. Verbunden mit einem leichten Waffeneinsatz. Es konnten also Außenträger mit Luftboden und Luftraketen sowie Maschinengewehren montiert werden. Kam die Bronco in verschiedenen Einsätzen, auch in Vietnam, zu Kriegseinsätzen und hat einigen abgeschossenen Piloten das Leben gerettet. In Deutschland war diese Silhouette lange Jahre ein Bekannte am Himmel. Die Luftwaffe kaufte sich Ende der 60er Jahre 18 Maschinen dieses Typs, allerdings deutlich abgeändert. Die sogenannte OV-10B.
keine Bewaffnung, keine Sensoren. Und die Frachttür am Heck war ausgebaut, ersetzt durch eine Glaskuppel. Und dort saß verkehrt herum der Operator, der die Schleppziele bediente. Mal hier ein Hochgeschwindigkeitsvorbeiflug, während die Bücker Jungmann vom Tanken zurückholt. Und sehr schön die Silhouette des Flugzeugs präsentiert. Also wie gesagt, die Geschwindigkeiten liegen je nach Motorisierung zwischen normalerweise 450 km/h, aber es wurden auch schon deutlich höhere Geschwindigkeiten bis zu 560 und mehr mit diesem Strahltriebwerk eben noch deutlich mehr erreicht. Thank you.
Überflug, ich sage die sogenannte